Jo Leute, was geht ab? Fluff wieder am Start. Herzlich willkommen zu einer neuen Runde World of Tanks. Wir starten wie immer in unserer Garage. Und ja, ich habe die letzten beiden Let's Plays habe ich mit meinem Kollegen, dem Donnergott Brock, gespielt. Heute sind wir mal wieder solo unterwegs. Und da das mein Anwerber ist, habe ich ziemlich viel Erfahrung gekriegt. So. Und heute brauche ich nur noch 1446 Erfahrung. Danach zwar noch 96.000 Silberlinge, aber die kratze ich dann irgendwie auch noch zusammen. Aber erstmal wollen wir die Erfahrung vollkriegen. Das ist mein Ziel für heute. Ich hoffe, dass ich das irgendwie schaffe. Und deswegen fangen wir auch direkt an. Moment mal, bin ich jetzt hier richtig? Richtigen Panzer habe ich, deswegen starten wir direkt ins Gefecht. Der Achim hat mir noch gesagt, dass ich ja, 25 Siege fahren kann in diesem 8-Bit-Modus. Aber ehrlich gesagt, der 8-Bit-Modus macht mir jetzt nicht so viel Spaß, dass ich da jetzt 25 mal rein muss. Und da habe ich mir überlegt, komm, scheiß auf die 250.000 Credits. Spaß geht vor. Aber trotzdem an sich ein sehr guter Tipp. Für die, die da echt Spaß dran haben. Und da so locker 25 Spiele abreißen, ist bestimmt eine gute Sache. So. In 18 Sekunden geht's los. Die Map habe ich jetzt schon öfter gehabt. Die macht mir eigentlich relativ viel Spaß. Was ist denn hier ganz rechts noch? Da schadet auch einer. Da ist so ein grüner Punkt. Ich fahre wie immer, also ich bin jetzt jedes Mal immer links rumgefahren. Und da fahre ich jetzt auch wieder hin. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich lagge. Moment mal, ich muss ja was ausschalten. Das geht ja gar nicht so. Ja, ausschalten. Sorry. So, jetzt müsste es besser gehen. Ich hatte nämlich noch einen Download am Laufen, da habe ich gar nicht dran gedacht. Wieder ganz professionell hier. Wieder weg. Der ging voll durch ihre Panzerung. Das war jetzt nicht so gut. Ich dachte, der war noch im Nachladen, aber war er gar nicht. Na, ich muss mich jetzt erstmal verpinkeln. Das war jetzt keine strategisch gute Aktion von mir. Das kann man noch darunter verbuchen. Ich bin noch nicht eingespielt. Würde mal sagen. Okay, der fährt jetzt da rum. Ich fahre jetzt einfach mal hinterher, wenn es stumpf. Versuche ihn da von hinten zu kriegen. Den habe ich zwar nicht gekriegt, aber. Andere. Kommen wir nochmal weiter von der Seite. Ich fahre nochmal weiter. Sieht momentan ganz gut aus. 6A, 7 zu 3 jetzt. Nice. Ah, der ist auch kaputt da oben. Jetzt kesseln wir sie eigentlich ganz gut ein. Oh, ich habe ihn sogar zerstört. Den letzten Peter Wiener gemacht. Schön. Jetzt kriege ich hier noch ein bisschen was für das Einnehmen. Na los. Das will ich nicht noch mal zeigen, Dude. Ja, der fährt einfach weg. Den kriegen wir nicht mehr. Deswegen chillen wir jetzt einfach hier und erobern das gute Stück. In der Hoffnung, noch ein paar Punkte dafür zu kriegen. Ach, da oben, guck mal. Da ist noch einer. Einer von den beiden.
Das Geile ist ja jetzt, dass ich hier schön doppelte Erfahrung kriege für den ersten Sieg des Tages. Das wusste ich ja vorher auch noch gar nicht, aber coole Sache. Je nachdem, wie viel das jetzt sein wird, schauen wir mal. So, das war nicht sehr gut gespielt von mir, das gebe ich zu. 638, ist das schon das Doppelte? Ja, ne? Ja, 319 hätte ich gekriegt, 638 kriege ich. Ist ein ganz netter Wert, auf jeden Fall. So, starten wir aber direkt weiter hier. Warte mal, jetzt, wie viel bräuchte ich jetzt noch? Forschung. 778, ja, so viel werde ich jetzt wahrscheinlich nicht mehr kriegen, außer ich raste komplett aus. Aber das glaube ich nicht. So, und dann das Geld. Ja, diese 250.000 Credits, die reizen einen natürlich schon. Da werden meine Geldzwungen jetzt erstmal weg. Ansonsten ist das, glaube ich, eine ganz schön lange Farmerei. Vor allem für so einen Casual-Spieler wie mich, der jetzt nicht jeden Tag das extrem suchtet. So, die Map wieder. Wieder ganz normal Stützpunkte einnehmen. So. Ich glaube, ich fahre mal einfach die Straße hier entlang und versuche dann so in die Mitte runter zu ballern. Mal gucken, wie es so läuft. So. Ja, da haben schon mehrere den Plan. Der fährt einfach mal gegen das Haus. Okay. Ich brauche aber auch eine gescheite Position, wo man auch runterballern kann. Ist der hier gut? Ja, der ist sehr gut. Oh, ich stehe vorm Busch, sehe ich gerade. Schnell weg. Unser Fahrer wurde getötet. Wir Nein! Uns kaum bewegen. Gott. Ich erstmal hier stehen. Ich bin zu weit vorne vor. Ich bin zu weit rausgefahren. Das war mein Fehler. Ein richtig. Richtig schlechter Fehler. Scheiße. Heute spiele ich echt nicht gut. Das gerade war auch schon nicht gut gespielt. Das gebe ich echt zu. Wie sie die ganze Zeit einschlägt. Ich fahr mal da vorne mit runter. So, der Fahrer ist leider kaputt. Das ist so gut. Oh, Mama! Okay. Ja, das war nicht so schnell. Ey, das vergessen wir jetzt ganz schnell, dieses Spiel. Da habe ich mich ja wieder richtig, richtig bescheuert angestellt. So, wir fahren jetzt einmal mit meinem Premium-Panzer, um ein bisschen Kohle zu verdienen. Weil Kohle brauchen wir ja sowieso. Zack, auf geht's. So, T2. Sind das hier die zweiten von oben? Waren das alte Artillerien? Ja, ne? Das müssten Artillerien sein, meine ich. SU-26? Keine Ahnung. Aber ich denke schon, wo ist denn SU-26? Bin ich blind? Achso, der steht da hinten. Wer hier? Ja, das ist der. Okay, die haben dann auch direkt einen anderen Startpunkt, verstehe. Okay, die Gegner haben dann auch eine Artillerie, die gilt es dann natürlich auch zu suchen und zu finden und vor allen Dingen auch zu zerstören. So, ich bin mal gespannt, was jetzt hier so geht. Bewegung wird geschrien hier. Und der fährt jetzt mal direkt in die falsche Richtung, der Gute. Ja, der verteidigt. Ich bin ja nicht so der Verteidiger, ich bin ja eher so der Angreifer. So, auf geht's! Basis verteidigen. Jetzt gibt's. Ich fahre direkt in die erste. In den ersten Busch rein. Oh, wir fährt denn da?
Ich habe jetzt hier ein bisschen Laub vorm Gesicht, aber... Bin ich so nur getan, Freunde? Ja, ne? Ich hoffe zumindest. Scheiße, ich habe ja die Waffe jetzt wieder. Habe ich jetzt gar nicht dran gedacht. Ich finde ja meine andere Waffe einfach besser als dieses komische Maschinengewehr. Bisher alles relativ verhalten. Ich wüsste jetzt auch nicht, wo ich hinfahren sollte. Oder soll ich mal da außen rumfahren? Oh, guck mal, da wird was gefunden. Sehr gut. Oh, da stirbt einer. Komm ich da hin? Schaff ich nicht, Freunde, schaff ich nicht. Mach mich nicht kaputt, Junge. Oh ne, was ist denn jetzt los? Den hat er nur gekillt. Krass. Von da oben. Oh oh, das ist jetzt gar nicht gut. Nein, nein, bitte nicht, mach die Kette wieder drauf, Junge. Scheiße. Oh Mann, ey. Boah, das erinnert mich so relativ stark an meine ersten Let's Plays, wo ich da angefangen habe. Da lief nämlich auch gar nichts. Was mit dem anderen Panzer? Der ist auch immer noch im Gefecht. Kann man da wieder reingucken jetzt? Ne, kann man nicht. Ja, okay, Freunde. Es tut mir leid. Ich entschuldige mich aufrichtig für dieses Let's Play. Ich habe wirklich grottig schlecht gespielt. Aber den Sieg des Tages eingefahren. Ah, da ist mein Panzer wieder. Ey, ich habe sogar einen Sieg gekriegt. Yay. Nicht wegen mir, das steht fest. Ein bisschen Gold habe ich auch gekriegt. Okay. Ich habe aber Sieg des Tages sogar eingefahren. Vielleicht mache ich das doch mal mit denen hier. Auf so einem kaputten Freitagabend oder so. Mal gucken. Schauen wir mal. Okay. Ich bin jetzt erstmal raus. Ich war gerade stehen geblieben dabei, dass ich sagen wollte, scheiß Gefecht, tut mir leid. Ich hab relativ viel versaut. Beim nächsten Mal wird es wieder besser. Ich hoffe, ihr seid dann trotzdem wieder dabei. Und mir bleibt nur zu sagen, schönen Abend noch oder einen schönen Tag. Bleibt sauber. Ciao, ciao.